Olivet Kosi Klassiko. Früher ist ein Jugendmusikant Ausbilder geworden, in der Regel von einem Mitglied vom Erwachsenenverein. Also jetzt wieder auf uns bezogen, auf mich bezogen. Wir sind Ausbilder geworden von Bernd Jetten, der Trompeter war in unserem Verein. Max Kuhn, der in der Harmonie war und die Jungen ausgebildet hat. Walti Zoriker, das war eigentlich früher üblich. Ich habe selber als 18, 19 bis etwa 25 habe ich Jungbläserinnen und Jungbläser ausgebildet. Das war eigentlich so das Normale. Und das hat sich aber nachher eigentlich alles gewandelt, indem die Musikschulen dazugekommen sind, wo nachher eigentlich die Ausbildung sehr professionell geworden ist. Durch das bin ich auch überzeugt, ist das Niveau natürlich schon auch gut. Also sie haben eine fundierte Ausbildung von professionellen Leuten, die das studiert haben.
hat aber auch einen Nachteil nach meiner Meinung, dass natürlich die Jungmusikanten oder die Schüler natürlich einfach in der Schule eingebunden sind. Wie ein Ensemble. Zuerst die erste Stufe, da kann man mitmachen ab so 2 Jahren Einzelunterrichterfahrung oder 1 Jahr Einzelunterrichterfahrung, wenn man schon ein paar Töne selber spielen kann, ein bisschen Noten lesen kann. Und dort sind es meistens so zwischen 8 und 12, die dort mitmachen. Und nachher kommen jetzt vom Alter her oder auch vom Können nach 2-3 Jahren Ensemble-Erfahrung, dort sind so 6 bis 9 Kinder, die es so ein bisschen zusammen musizieren. Kommen Sie nachher in die Jugendmusik, organisiert und gefördert wird es von der Musikschule Zürich Unterland. Es gehört eigentlich Ihnen. Also es ist bei Ihnen angegliedert. Sie stellen auch den Dirigenten zur Verfügung. Sie machen auch die ganze finanzielle Abwicklung. Aber Sie proben ebenfalls am Mittwochabend mit der Jugendmusik und in Embrach, das Ensemble. Und es gehört auch zu der Region Embrach. Organisiert wird es aber von der Musikschule Zürich Unterland. Sie kommen eigentlich alle aus dem Embracher Tal, also Rohrbass, Embrach, Oberembrach ist so ein bisschen unser Einzugsgebiet. Genau. Laufingen gehört dann vom Einzugsgebiet schon eher zu Kloten über. Wir hatten auch schon Kinder gehabt, aber dort ist immer so ein bisschen, wo gerade die älteren Kinder anmelden. Winterthur hat auch noch eine, die ist aber sehr klein. Die hat sehr Nachwuchsprobleme, ja. Weil beim Winterthur ist das Angebot extrem gross. Dann, abgesehen von der klassischen Jugendmusik, auch noch viele Bands oder Streichorchester mit Bläser zusammen. Es sind nicht ganz alle, die in die Musikschule gehen, also ich habe die genauen Zahlen nicht. Die kommen wir wie nicht über. Aber ich weiss, es gibt ein paar Kinder, die nicht in einem Ensemble möchten spielen möchten, die trotzdem Musikunterricht beziehen in Embrach. Das gibt es schon auch. Manchmal ist es ein Terminkonflikt, wie sonst ein Hobby haben am Mittwochabend. Manchmal ist es auch einfach, dass es Kinder gibt, die lieber alleine Musik machen oder die schon in der Band von einem Lehrer spielen. Die meisten Musiklehrer haben auch noch so kleine Grüppli selber, wo sie miteinander Musik machen. Und dann hat es auch solche Kinder, die dann dort mitmachen. Die haben ganz viele Gemeinden, die sich angeschlossen haben bei ihnen. Und die schicken ihre Musiklehrer, die sie haben, schicken sie Dörfer raus. Aber eine gewisse Anzahl Musikschüler pro Lehrer. Und jetzt bei uns proben sie im Schulhaus Dorf und im Schulhaus Ebnet, glaube ich, die Lehrer. Und es hat Blockflötenunterricht im Angebot, sie haben Waldhorn im Angebot, sie haben Trompeten, Saxophon im Angebot. Klarinette hat es jetzt auch wo Unterricht gibt. Und es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem, wie viele Kinder von hier Unterricht beziehen. Es müssten mindestens 5 Kinder sein, pro Lehrer, dass er ins Dorf rauskommt, unterrichten. Und sonst geben sie an der Musikschule Zürich Unterland, das ist in der Nähe dort beim Guss hinein, zu Bülach, dort geben sie Unterricht. Wenn sie nicht ins Dorf rauskommen, die Lehrer, dann muss man einfach die Kinder dorthin fahren. Und dann kommen sie dort Unterricht über.